Euer Ehren, hier sind die Resultate dieser vermeintlichen Straftat. Brücken, Straßen, die Kanalisation, die Schule, die sanierte Fabrik. Schauen Sie sich die Aufnahmen ruhig an. Die sind nicht gestellt, so sieht es in Wörgl aus, im Hier und Jetzt. Niemand ist zu Schaden gekommen, ganz im Gegenteil. Euer Ehren, hier geht es nicht um Wörgl, hier geht es um eine globale Krise und um Auswege und mögliche Lösungen.